Jetzt gehen wir nochmal genauer auf das Warm-up ein. Wir unterscheiden zwischen zwei Aufwärmphasen praktisch, und zwar das allgemeine Warm-up und das spezifische Warm-up. Das allgemeine Warm-up ist praktisch das, dass du auf ein Kardiogerät gehst, egal welches, das kannst du dir aussuchen, je nach Belieben, und dann 5 bis 10 Minuten praktisch vor dem Krafttraining dich aufwärmst. Das ist deswegen wichtig, wie vorhin angesprochen, um eben Muskelfaserriss oder Einriss zu vermeiden und den Muskel darauf vorbereiten, jetzt ein Krafttraining zu machen. Und dann gibt es eben diesen zweiten Teil, eben dieses spezifische Warm-up. Das bedeutet, ihr bereitet den Muskel, den ihr dann trainieren werdet, eben auf die Übung vor mit einem Aufwärmsatz, mit einem Satz, wo ihr weniger Gewicht verwendet, zum Beispiel ein Gewicht, wo ihr 20, 30 Mal schaffen würdet, und macht dann 20 schöne Wiederholungen. Einfach, dass ihr den Muskel richtig schön spürt und diese Muscle-Mind-Connection verstärkt wird. Ja, und dann könnt ihr euch auf das Training konzentrieren. Und jetzt die Frage bei der nächsten Übung. Ihr macht dann zum Beispiel nach Flachbank, Schrägbank wieder einen Warm-Up-Satz. Meine Meinung, gerade bei Anfängern oder bei Fortgeschrittenen ist noch gut, nochmal einen Warm-Up-Satz zu machen, um die Bewegung nochmal zu verinnerlichen und das nochmal vorzubereiten. Das war's, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.